Liebe Freunde, dieser Krieg kann sehr lang sein. Wir leben unter dem täglichen Terror von Russland, das uns zerstören will. Millionen von ukrainischen Frauen sind im Moment von ihren Gatten und Partnern getrennt. Dieser Krieg bedeutet auch die Zerstörung der Familie und der Liebe. Im Dezember bin ich in Kharkiv gewesen und es ist nicht so, dass ich meine Heimatstadt nicht mehr erkannt habe, aber sie hat natürlich letztes Jahr ganz schön viele neue Narben bekommen. Ich liebte es immer, Pläne zu schmieden, zu träumen, dicke Bücher zu schreiben. Aber seit 24. Februar geht das alles nicht mehr. Pläne zu schmieden ist einfach sinnlos, weil jede weitere Rakete, die in der Ukraine explodiert, kann alle diese Pläne samt Gebäuden und Menschen für immer vernichten. Ich bewundere Menschen, die trotz allem da bleiben und die Künstler, die weiterhin an ihrer Kunst arbeiten, die auftreten, weil sie wissen, wie wichtig Kultur heute ist. Auch darum dürfen wir ihn nicht vergessen und sollen alles tun, um die Ukraine in diesem schrecklichen Winter, der kommt, zu unterstützen. Leute, vergesst uns nicht. Werdet nicht müde. Wir brauchen Ihre Unterstützung. Dann werden wir siegen. Und es wird Frieden geben. Was ich mir aber immer noch wünsche, ist, dass wir zusammen diesen schrecklichen Krieg zu Ende bringen können und alles wieder auch in der Ukraine ermöglichen. Pläne, Träume, dicke Bücher. Stay with Ukraine, please. Zusammen mit Ihnen sind wir unbesiegbar.